Heute sind wir, wie auch im vorletzten Video, mit einem Talent der Deutschen Bahn unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und wir starten heute in Gronau in Westfalen und fahren nach Münster. Unterwegs sind wir hier auf der Euregiobahn. Euregiobahn, der Name ist zweimal vergeben, sowohl für den S-Bahn-ähnlichen Nahverkehr in Aachen als auch für diese Bahnstrecke hier, im Gegensatz die Bahnstrecke dazu Euregio-Bahn geschrieben. Der Zug identisch wie im vorletzten Video, ein Talent der ersten Generation mit den sehr harten, weniger komfortablen Sitzen und einer deklassierten ersten Klasse, die aber auch keine nennenswert größere Ausstattung hatte, lediglich zusätzlich einen ganz kleinen Tisch und ein andersfarbiges Sitzpolster. Die Bestuhlung ist in einer 2+2 Konfiguration mit fast ausschließlich Vierer Sitzgruppen gestaltet. Die Züge beginnen in Enschede in den Niederlanden und fahren dann bis nach Münster. Ich bin jetzt hier auf dem Abschnitt Gronau bis Münster mit dabei. Das Stück in die Niederlande konnte ich aufgrund der aktuellen Situation hier nicht befahren. Deswegen eben nur der Teil von Gronau bis Münster. Der nächste Bahnhof, den wir dann erreichen, ist Methelenland. Hier gibt es dann auch ein Eisenbahnmuseum, wo sich auch mal ein Besuch lohnt, wenn man vielleicht etwas mehr Zeit hat. Die Strecke wird eben komplett mit den Talent bedient. Es gibt allerdings Planungen, diese Strecke hier in eine S-Bahn umzuwandeln. Das wird aber immer weiter hinaus gezögert, weil das ein großes Projekt ist. Hier sieht man jetzt den Bahnhof Methelenland mit dem Eisenbahnmuseum. Ja, es ist wie gesagt ein großes Projekt mit der S-Bahn. Das ist die S-Bahn Münsterland. Das soll ein großes Netz werden und das ist relativ komplex und verzögert sich dadurch immer ein bisschen mehr. Dafür ist es auch vorgesehen, diese Strecke hier zu elektrifizieren, auszubauen und auch den Takt zu erhöhen, denn die Strecke kommt hier schon an die Kapazitätsgrenzen. Auch mein Zug war für die aktuelle Zeit relativ voll. Es waren zwar noch genügend Sitzplätze vorhanden, aber doch voller, als man die Züge im Moment sonst anderswo sehen würde. Man kann sich also vorstellen, zu normalen Zeiten dürfte die Auslastung dieser Züge hier durchaus recht hoch sein, zumal ich an einem Sonntag unterwegs war und das auch nicht zur Hauptverkehrszeit. Der nächste Bahnhof ist dann Steinfurt, Burg Steinfurt, heute nur noch von dieser Linie bedient, früher aber ein sehr wichtiger Bahnhof. Dort kam eine Strecke aus Ahaus, eine Strecke aus Rheine und die Strecke aus Dorsten. Alles traf hier zusammen. Die Strecke von Dorsten in Richtung Rheine, das ist eigentlich die Bahnstrecke von Duisburg bis nach Quakenbrück. Und die habe ich schon mal erwähnt, und zwar in dem Video, wo wir mit dem Coesfelder gefahren sind. Denn ein Stück dieser Bahnstrecke, das letzte große, noch regulär befahrene Stück, das ist die Strecke vom Coesfelder. Die führt dann weiter und trifft hier an diesem Bahnhof dann auf unsere heutige Strecke und führt dann noch weiter bis Rheine und Quakenbrück. Für uns geht es jetzt aber weiter in Richtung Münster. Dabei haben wir noch zwei weitere Haltepunkte bzw. Bahnhöfe im Ort Steinfurt, nämlich Steinfurt-Grottenkamp und Steinfurt-Borghorst. Generell lässt sich zur Strecke sagen, dass es eine typische Strecke für das Münsterland ist, ein sehr flach, hauptsächlich landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Die Strecke wurde zwischenzeitlich auch von der Prignitzer Eisenbahn bedient und das Stück von Gronau bis nach Enschede in den Niederlanden, das war zwischenzeitlich auch stillgelegt und wurde erst 2001 wieder reaktiviert. Dadurch, dass die Strecke auch drei Haltepunkte in den Niederlanden hat, wird der gesamte Betrieb auch zweisprachig durchgeführt. Das heißt, alle Durchsagen auf der gesamten Strecke werden sowohl in Niederländisch als auch in Deutsch per Computerstimme vorgetragen. Das heißt, auch alle Haltestellenansagen, auch für die kleinen Bahnhöfe zwischendrin, alles erfolgt zweisprachig. Ja, wie ihr sehen könnt, hier liegt sehr, sehr viel Schnee, sehr viel mehr Schnee, als man das im Münsterland normalerweise kennen würde. Das war hier eine ganz besondere Situation, die sich auf einigen Verbindungen auch nachteilig auf den Schienenverkehr ausgewirkt hat. Hier auf der Euregiobahn lief der Verkehr aber ziemlich stabil. Wir sind super pünktlich gewesen, hatten keine Probleme durch den Schnee. Da muss man aber dazu sagen, dass ich jetzt nicht direkt nach den Schneefällen unterwegs war, sondern der Schnee da schon ein paar Tage lag und es also auch schon ausreichend Zeit gab, um sich um den Schnee zu kümmern.
Hier erreichen wir jetzt den Bahnhof Münster Zentrum Nord. Das ist eventuell für alle, die nicht aus Münster kommen, etwas verwirrend. Man könnte nun meinen, Zentrum Nord, das ist ein sehr zentral gelegener Bahnhof im nördlichen Bereich der Innenstadt und vielleicht sogar etwas näher als der Hauptbahnhof. Dem ist nicht so, denn das Zentrum Nord ist ein Ortsteil von Münster, der durchaus ein Stück weg von der eigentlichen Innenstadt entfernt ist. Also wenn ihr in die Innenstadt wollt, dann bitte bis zum Hauptbahnhof fahren. Von dort aus kommt ihr am schnellsten ins Zentrum der Stadt. Der Hauptbahnhof Münster, auch vor kurzem renoviert, sieht inzwischen sehr, sehr schick aus, sehr moderner Bahnhof. Und hier erreichen wir ihn auch. Und hier endet dann auch meine Bahnfahrt. Von hier aus geht es dann in einem späteren Video weiter. Das war es erstmal hier für das Video zur Euregiobahn. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und es hat euch gefallen. Hier könnt ihr dann gleich sehen, von wem die Musik stammt, wann mein nächstes Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald im nächsten Video wieder.